Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Paraworld. Und wie in Part 1 schon gesagt, ich habe von meinem Bruder einen PC ausgeliehen. Und ja, danke dafür. Vor allem ist er gar nicht schlecht. Es läuft vor allem flüssig und auch wie im letzten Part gesagt, wir werden jetzt Mission 1 da weiter machen. Und ja. Ich kann nur eins auch sonst noch sagen. Hier geht Wenn das hier ein Trainingslager ist, dann frage ich mich, wer die ganzen Kannibalen und Massenmörder in Fellkostüme gesteckt und ihnen scharfe Waffen gegeben hat. Ich habe manchmal das Gefühl, entweder ist die ganze Welt verrückt geworden, ja, oder ich bin's. Wer weiß. Vielleicht stapfe ich gar nicht täglich durch die Pampa und grille mein Fleisch über offenem Feuer. Vielleicht sitze ich in einer gepolsterten Zelle und werde täglich mit Suppe gefüttert. Andererseits, was, wenn ich nicht völlig übergeschnappt bin? Wenn doch nur Ada hier wäre. Moment mal. Sie muss etwas gewusst haben. Sie muss alles gewusst haben. Wieso hat sie mich dann hierher gebracht? Wieso hat sie mich gerettet? Und wieso hat sie mir nichts über diese Welt gesagt? Von wegen Viking Park, dass sie es eher Albtraum nennt. Okay, ich wusste nicht, dass hier ein Dialog kommt. Das ist ein bisschen laut. So, ich starte einfach. Guten Abend, Ada. Wenn du für den Herrn ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es David, zu erfüllen. Was tust du hier? Meine teure Ada. Morgen werden die neuen Rekruten eintreffen. Bis dahin müssen die drei verschwunden sein. Und es ist mir vollkommen egal, wie du das anstellst. Guten Abend, Ada. Anthony, wach auf. Ada, oh, ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Wir müssen hier weg. Also ich weiß nicht, Süße. Irgendwie geht mir das alles ein bisschen zu schnell. Für Romantik haben wir jetzt keine Zeit. Ich erkläre es dir später. Wir müssen fliehen. Weg du, Stina und Bela. Wir treffen uns am Wasser. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Sie sind an einer unbekannten Insel angespült worden. Erkunden Sie die Gegend und suchen Sie nach Stina und Bela. So, der große Witz ist, jetzt hat er wieder seine Schwerter in der Hand. Und, naja. Was für ein Spaß! ja, was für ein Spaß. Ich glaube, der hat noch zu viel getrunken in der letzten Nacht, als er da vom Schiff gekannt hat. Ist. Geflogen. Ja. Ich gehe vor. Auf dem Weg. Was ist denn das für ein Biest? Erst kämpfen, dann reden. Bitte. Ich mag das.
Puh, das ging ja nochmal gut. Wo kommt denn der auf einmal her? Du musst das Nest vernichten, bevor noch mehr von ihnen auftauchen. Platz da. Ich gehe vor. Das war sehr mutig von euch. Danke für die Hilfe. Was war das für ein Monster? Später, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss zurück. Schließt die Tore! Haltet sie auf! Ich gehe vor. Sie dürfen nicht entkommen! Endlich Action! Hört das Kämpfen hier eigentlich jemals auf? Ja, das ist eine gute Frage, ob das Kämpfen jemals aufhört. Ich denke nicht, weil es ein Echtzeit-Strategiespiel. Was ich noch sagen wollte ist, hier ist YouTube. Ich bin kein Minecraft-Kanal, sondern ein Echtzeit-Strategiespiel-Kanal. Ja, vielleicht. Nein, wer weiß. Ich wollte nur mal sagen, die Musik ist wieder ein bisschen laut. YouTube hat mich als Minecraft Kanal abgestempelt, aber eigentlich bin ich das gar nicht. Ihr habt gut gekämpft. Ich danke euch für die Hilfe, fremder Krieger. Ach, das war mir ein Vergnügen. Da ist allerdings noch etwas. Meine Begleiter sind verschwunden und ich muss sie unbedingt wiederfinden. Dann solltet ihr den Angreifern folgen. Immer wieder verschleppen sie Krieger meines Stammes. Vielleicht halten sie auch eure Gefährten gefangen. Also gut, ich werde eure Brüder und Schwestern befreien und hoffentlich auch meine Freunde aufspüren. Oh. Die Krieger haben sich ihnen angeschlossen. Sie unterstützen sie bei der Suche nach Stina und Bela, wenn sie ihnen dafür gegen ihre Feinde helfen. Da sind die Kerle, die eure Leute entführt haben. Wenn wir von hier aus angreifen, entdecken sie uns sofort. Dann sollten wir versuchen, ihnen in den Rücken zu fallen. Schon unterwegs! Geht's los? Ja, auf geht's! Geht's los? Ja, auf geht's! Ich finde das, was sie da reden, irgendwie ein bisschen lustig. Ah ja. Mann. Dieses Ding könnte uns noch sehr nützlich sein. Göttern, ich fühle unbändige Energie in mir. Scheint es wirklich in sich zu haben. Auf geht's. Den Schaden erhöht. Okay, nice. Vorwärts, ihr Muttersöhne. Die Position ist ideal. Mit einem Angriff von dieser Seite rechnen sie nicht. Zum Angriff! Erinnert mich an Buga Buga, den Sohn. Vorwärts, ihr Muttersöhne! Bitte helft uns! Schafft uns die Barbaren vom Leib! Zum Angriff! Jetzt blendet was! Was für ein Spaß! Ihr habt uns das Leben gerettet. Wir stehen in eurer Schuld. Das trifft sich ganz gut. Ich kann eure Hilfe im Kampf gegen die Barbaren wirklich gut gebrauchen. Bin unterwegs. Ja, für das, dass sie jetzt trotzdem uns bin helfen, sage ich mal so. Naja gut, wir brauchen sie gegen die. Hätten sie sich doch selber befreien können, oder nicht? Stina, alles in Ordnung? Hier ist ein süßer kleiner Osmilus und ein Rudel großer, böser, hungriger Smilodon. Brauchst du Hilfe? Die Speerwerferinnen werden als Unterstützung ausreichen. Stina muss mit ihren Speerwerfern diese Aufgaben alleine erledigen, da Cole sie im Moment nicht erreichen kann. Hey, wo ist der hin? Stina erhält auf Stufe 2 eine neue Fähigkeit, die Speerwerferinnen in ihrer Nähe einen Rüstungsbonus verleiht. Ach ja, stimmt. Nächste Aufgabe. Okay. Da lang. Kommt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Bin unterwegs. Was ich tun soll.
da nicht noch mehr von diesen Smilodons? Allerdings. Ich werde sie ausschalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können. Vergesst das Nest nicht. Ich höre. Ja gut, da ich auf Eis spiele, sollte eigentlich das ganze Tutorial nicht so schwer sein, beziehungsweise die Kampagne. Und... Ah, kurz ein Freeze. Okay. Warte. Ich dachte jetzt schon, das Spiel sei abgestürzt. Wäre natürlich nicht das, was ich hier hoffe. Okay. Wieder mit Ihnen. Ja, ich bin dabei. Ein bisschen komisch aus. Ja. Wow, diesen Raubtieren hast du es ganz schön gezeigt. Man muss nur ihre Schwachstellen. Wirken aus dem Kleinen. Das ist meine Schwachstelle. Der bleibt bei mir. Wenn ein Held die dritte Stufe erreicht, erhält er Zugriff auf eine Spezialfähigkeit, die man über das jeweilige Aktionsmenü ausführen kann. Na, alles klar. Stina kann ab der dritten Stufe Tiere und berittene Einheiten hypnotisieren. Ja. Dafür wählt man das entsprechende Symbol in Stinas Aktionsmenü und klickt dann mit der linken Maustaste auf eine gegnerische Einheit. Diese legt sich anschließend für eine kurze Zeit auf den Boden und bleibt auch dann liegen, wenn sie angegriffen wird. Cole kann ab der dritten Stufe seine Schrotflinte einsetzen, die sehr viel Schaden bei allen Gegnern innerhalb der Reichweite verursacht. Um einen Schuss abzufeuern, wählen Sie das entsprechende Symbol in Coles Aktionsmenü und klicken dann mit der linken Maustaste auf den Gegner, der das Zentrum des Schusses abgeben soll. Auf dem Weg. Kommt! Was gibt's? Vorwärts! Okay. Das siehst du an für euch. Okay. Sicher. Eigentlich das für ein komischer Baum? Ah, das ist ein Totem. Sicher. Dieser verflixte Polarstern. Entweder hier gibt es keinen oder es gibt zwei. Wo zum Teufel bin ich? Hey, nimm die Pfoten weg. Kannst du was sehen? Einige Käfige mit gefangenen Nordmännern. Und Bela. Dann lass ihn uns rausholen. Jetzt oder nie. Komm schon. Komm schon. Ja. Nächste Bela Aufgabe. Ist auf sich allein gestellt, da Cole und Stina das Tor weder öffnen noch zerstören können. Sie sollten versuchen, die anderen Gefangenen zu befreien. Meiden Sie direkten Feindkontakt, bis Sie zumindest einen Teil der Truppen unter Ihrer Kontrolle haben. Bela kann ab der dritten Stufe einen Sniperschuss ausführen, der einem einzelnen Gegner großen Schaden zufügt. Um diesen Schuss einzusetzen, wählen Sie das entsprechende Symbol in Belas Aktionsmenü und klicken mit der linken Maustaste auf einen Gegner. Danke, dass du uns befreit hast. Was sollen wir jetzt tun? Gemeinsam werden wir diesen Barbaren kräftig einheizen. Macht eure Bogen bereit. Belas Fähigkeiten auf Stufe 2 sind sehr hilfreich.
Sie erlauben es, Bogenschützen in seiner Nähe 10 Meter weiter zu schießen. Damit können sie die Wachen aus sicherer Entfernung ausschalten. Das könnte funktionieren. Wir werden angegriffen! Zu den Waffen! Das könnte funktionieren. Ich mach das schon. Lässt sich machen. Ich finde den Weg. Das ist ein bisschen blöd, weil ich sehe nicht, wo der Gegner ist. Ach, hier. Ausgezeichnete Waffe. Fürs Erste seid ihr sicher. Wartet hier, bis wir alle Barbaren ausgeschaltet haben. Noch befinden sich feindliche Einheiten in der Nähe. Sie müssen sie beseitigen, damit sich die Arbeiter ihnen anschließen. Nein, noch nicht. Ihr solltet hier bleiben. Noch ist es viel zu gefährlich für euch. Ein Überfall? Wie sind die Kerle hier reingekommen? Die Gefangenen sind entkommen! Tötet sie! Ein Überfall? Wie sind die hier reingekommen? So ein Witz. Wir waren schon immer hier drin. Das könnte funktionieren. Ja, bitte. Eine kluge, ausgezeichnete Wahl. Das wird funktionieren. Allzeit bereit. Ich habe da eine Idee. Vortreffliche Entscheidung. Kein Problem. Pfeile gespitzt. Okay. Ich habe da eine Idee. Ich mach das schon. Ach, da gibt's auch noch. Mehr als präzise. Pfeile gespitzt. Ich gehe. Das sind Gefangene. Und sie sind bewaffnet. Das könnte funktionieren. Vortreffliche Entscheidung. Ich schluck hier ein bisschen hin und her und hoffe, das ausgezeichnete Wahl. Wo ich soll ich also viel Schaden kriege? Ah, es sieht so aus, als wäre dieses Lager jetzt fest in unserer Hand. Sofort. Nächste Aufgabe. Na gut, dann muss ich halt mit dem dahin. In Ordnung, es ist soweit. Ihr könnt rauskommen. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja. Aufgabe. Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt sind wir wenigstens wieder beisammen. Freunde, wir sollten als nächstes den Rest der Insel erkunden. Aber nehmt euch in Acht vor den Barbaren. Es ist ein großer Stamm und ihr habt nur sehr wenige von ihnen besiegt. Dann sollten wir auf der Hut sein. Sie sollten mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Armee beginnen. Während diese fertiggestellt wird, sollten sie die Insel weiter erkunden. Außerdem müssen sie mit Angriffen ihrer Gegner rechnen. Und ein paar Gebäude müssen wir reparieren. Also, was sind eigentlich meine... Bin bereit. Nee, wo sind unsere Bauarbeiter, sag ich mal? Ja, schon unterwegs. Geht klar. Vielleicht eine Hütte, oder? Ob sie ein Gebäude an einer bestimmten Stelle errichten können, erkennen sie an der Farbe. Ist das Abbild des Gebäudes grün, kann es platziert werden. Wird es rot, müssen sie einen anderen Bauplatz suchen oder das Gebäude drehen. Büsche, Unterholz oder Ruinen stören den Aufbau nicht. Sie werden beim Bau entfernt. Von mir aus. Was haben wir denn alles? Mögliche Tor. Hafen? Ach, der brauche ich mir. Ach stimmt, Tiere kann ich auch töten. Arbeiter ist bereit. Oder? Ja, kann ich. Wer stört?
Arbeiter ist bereit. Na klar. Tore können sich im Kampf als Schwachstelle erweisen und sollten entsprechend gesichert werden. Zum Beispiel mit Bunkern. Wer stört? Arbeiter ist bereit. Bin bereit. Ich gehe. Feuer frei. Ich hab da einen. Kein Problem. Pfeile gespitzt. Wer stört? Feuer frei. Problem ist natürlich, ein Bunker kann ich erst dann bauen, wenn ich genügend Rohstoff habe. Nächste Aufgabe. Achso, ich habe alle ausgewählt. Kein Problem. Auch gebaut. Was hast du vor? Mehr als präzise. Guter Gedanke. Wohl überlebt. Ja? Ist das eine blöde Frage? Wir bauen hier unten einen Hafen. Dann kann ich hier ein bisschen ein paar Fischerboote bauen und so. Ja. Ach ja, wie im letzten bzw. im ersten Part auch schon erwähnt. Mehr als präzise. Lässt sich machen. Lässt sich machen. Ich mache einfach das Tutorial bzw. die Kampagne und schaue mir dann an, wenn ich den Charakter mache. Darum kann es auch sein, dass ich mich nicht verabschiede. Ja. Auch vielleicht habe ich Igel. Ich brauche mir jetzt Holz. Was gibt's? Was gibt's? Ja? Gibt's Arbeit? Mit einem Fischerboot können Sie Fische fangen und sich so eine weitere Nahrungsquelle erschließen. Dazu müssen Sie ein Fischerboot zu einer Stelle im Meer schicken, an der sich ein Fischschwarm befindet. Oh, ich kann nicht bauen. Gibt's Arbeit? Ich bin dabei. Schnell! Vorwärts! Ah, da hätten wir Stein. Ah, hier auch. Gibt's Arbeit? Gibt's Arbeit? Ach, die reparieren jetzt auch das. Was gibt's? Das wäre die Taverne.